Ich werde heute dieses abgefahrene Glücksrad drehen, um mein Ultimate Team zu bestimmen. Und weil ich aktuell noch ein leeres Team habe, brauche ich zunächst noch einen Kapitän. Dazu bekommen wir jetzt eine Food Draft Auswahl und die richtig dicken Dinger sind nicht da, aber der 90er Shinola wäre nicht schlecht. Ja, und leck mich doch am Zücker, lieber. Das heißt hier nicht schlecht. Die Karte kostet 3 Millionen Münzen fast und die Stats sind bombastisch. Ich kaufe ihn einfach. Gott sei Dank hatten wir knapp 8 Millionen Münzen. Boom, er springt in mein Glücksrad Ultimate Team und wird natürlich auch zum Kapitän gemacht. Ich werde ihn, glaube ich, am linken Flügel spielen lassen und gehe jetzt weiter zum rechten Flügel. Und was kann mir das Glücksrad da jetzt anbieten? Wird's wieder der Draft-Pick? Nein, es wird ein Champions-League-Sieger. Ja, und wenn er mit 9 Millionen Münzen nicht viel zu teuer wäre, könnte auch Lionel Messi am rechten Flügel spielen. Ja, das ist richtig. Natürlich gibt's auf der Position auch noch andere spannende Möglichkeiten, wie zum Beispiel den 92er Mo Salah oder den 91er Bernardo Silva. Aber es gibt halt auch noch drei weitere Spieler mit einer 90er Gesamtstärke. Erstens Radioactive Federico Valverde. Zweitens Thunderstruck Icon Luis Figo. Und drittens den 88er Champions League Angel Di Maria. Aber ich entscheide mich wohl für Valverde. Guckt euch die Karte mal an. Nur 84 plus Stats. Absolutes Brett. Puh, kostet aber auch 720.000 Münzen. Vielleicht müssen wir dann auch mal günstigere Spieler nehmen. Nee. Denn ihr seht's, Freunde, wir haben erst 2 Spieler geholt, aber schon 3,5 Millionen Münzen verballert und haben nur noch 4,5 Millionen. Darum hätte ich gesagt, geh mal zum mittleren ZM, denn die sollten ein bisschen günstiger sein. Also, das kommt natürlich an, was das Glücksrad mit uns vorhat und das sagt ABC Zufall. Wir gehen also in den Random Letter Generator und gucken, welcher Buchstabe rauskommt. Es wird ein L. Wir dürfen einen Spieler holen, dessen Nachname mit L beginnt, wie zum Beispiel Lewandowski. Aber der ist halt Stürmer. Na, ich hätte den Stürmer nehmen sollen. Und Freunde, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, dachte anfangs, es gibt gar keine guten Spieler, aber habe jetzt 3 starke Alternativen. Erstens den 89er Hero Littmanen, zweitens die 90er Thunderstruck Little oder drittens den 89er FC Pro Locatelli. Und wisst ihr was? Dessen lilane Karte sieht richtig knackig aus. Fast Rullet Gang, 150.000 Münzen. Macht man nichts falsch mit. Boom, rein ins zentrale Mittelfeld und damit haben wir jetzt 3 verschiedene Kartentypen auf 3 Positionen. Richtig cool. Und außerdem hat jeder mindestens ein 89er Rating. Das wird am Ende noch wichtig, denn dieses Team geht am Ende auch noch in eine Foot Champions Partie und muss das Spiel einfach gewinnen. Falls aber nicht, gibt's als Bestrafung für mich diesen ultra sauren Center Shock. Wir gehen eine Etage nach unten und machen den ersten Innenverteidiger. Bisher war das Glücksrad gnädig zu uns. Geht das jetzt auch so weiter? Antwort, es landet auf Asien. Das könnte schwierig werden. Außer es gibt irgendwelche guten chinesischen Innenverteidiger. Ja. Nee. Aber Asien ist Gott sei Dank groß. Wie sieht's in Japan aus? Da bekommen wir zumindest hier mal einen Itakura. Das wäre schon ganz okay. Aber hat Südkorea vielleicht noch was zu bieten? Die haben ja Kim Min-jae! Das hab ich komplett vercheckt. Servus, ich bin der Min-jae. Und wenn ich mich nicht irre, hat der doch eine Totti-ehrenvolle Erwähnungskarte bekommen und so sieht's aus. 89! Das ist ja Premium. 201.000 Münzen, boom, gekauft. Zack, mit ihm haben wir schon den ersten richtig guten Innenverteidiger. Machen wir gleich noch den zweiten. Oh Gott, dieses Team könnte heute so teuer werden. Was sagt das Glücksrad beim nächsten 88 bis 89 Gesamtstärke? Und ich werde es vielleicht bereuen, aber ich habe diese Mappy Leon gezogen. Die ist nur 1,69 groß, aber vom Tempo und den Stats ist sie top. Ich versuch's mal und schenke ihr das Vertrauen. Aber wenn bei ihr die Größe fehlt, hat die zumindest Kim Min-jae mit 1,90. Die hat er. Und jetzt auf zum Linksverteidiger, da wäre mir die Größe eigentlich egal. That's what she said. Aber wenn es geht, wäre ich dem Glücksrad dankbar, wenn es auf einer guten Kategorie landet, zum Beispiel 85 bis 87 Gesamtstärke. Und da gibt es jetzt wirklich einige coole Gestaltungsmöglichkeiten. Egal, ob der 87er Theo Hernandez, der 87er Kamavinga, der 87er Ferland Mondi oder auch die 87er Alfonso Davis oder Grimaldo. Puh. Das waren ganz schön viele gute Linksverteidiger auf einmal. Aber kaufen tue ich einen ganz anderen. John Arne Riese, nur 80 plus Stats auf einem Außenverteidiger und auch 1,88 groß. Der Kerl ist wahrhaftig ein Riese. Bosch und jetzt auch Linksverteidiger beim FC Tomatensaft. Oh, die Defensive steht hier schon mal, das ist gut. Und jetzt traue ich mich drüber über den Stürmski. Durchatmen, jetzt wird's wichtig, Glücksrad. Genauso wie beim Torwart ist der Stürmer eine so entscheidende Position und wir dürfen uns einen Spieler mit 92 plus Gesamtstärke aussuchen. Tja, und ich hätte Bock auf Totti Mbappé, aber der ist leider nicht verfügbar. Und wie sieht's mit Erling Haaland aus? Der kann doch, ja, nur 9 Millionen Münzen kosten. Gut, dann verkaufe ich halt, keine Ahnung, mein
Handy hier. Ja, und auch noch einen PS5-Controller. Und ich hätte auch gesagt, ich lege noch ein paar Hypersmile drauf. Link in der Beschreibung. Dann passt das, oder? Natürlich nicht, Freunde. Die Karten sind halt einfach zu geisteskrank teuer. Ich hole einfach meinen Lieblingsspieler in FC24. Harry Kane. Der Kerl rasiert bei mir normal immer. Ich meine, guck mal auf seine Statistik. 26 wow. Spiele, 33 Tore, 31 Assists. Absoluter Macher. Der Sturm ist somit jetzt auf jeden Fall geritzt. Dann brauchen wir noch einen rechten ZM. Und was hält das Glücksrad da für uns jetzt bereit? Es sagt uns, Fabi, nimm den Mann mit 91 Gesamtstärke. Glücksrad, was ist heute mit dir los? Komplett am Gönnen. Und habe ich einen 91er im Verein? Ich hätte hier die klassische Karte von Kevin De Bruyne. Aber wir könnten uns jetzt auch die Foot Centurions Aitana Bonmati holen, die zweite Barcelona-Spielerin im Team. Oder die günstigere Variante, den Thunderstruck Bernardo Silva. Und die Stats sind sowas von krank. Da macht man mit 80k, glaube ich, nichts verkehrt. Ah, wir haben ihn nicht bekommen. Aber auch mit 81k macht man nichts verkehrt. Und das zeigt er ja auch selber auf seiner Karte an. Bravo, Fabi, dass du mich ins Team geholt hast. Und auch Locatelli zeigt auf ihn so. Ja, der Mann ist der Richtige für den Job. Okay. Wer ist jetzt aber der richtige Mann für die dritte Mittelfeldposition? Oh, und by the way, Freunde, mir fällt gerade auf, wir haben bislang ein komplettes Rainbow-Team. Jeder Kartentyp nur einmal. So kann es weitergehen. Und so geht's vielleicht auch weiter. Das Glücksrad kann dafür sorgen und gibt uns den Spieler mit der Nummer 10 oder Afrika. Es wird ganz knapp Afrika. Tamiamia, waka waka, Okay. Und ich habe drei richtig coole afrikanische Mittelfeldspieler für euch zur Auswahl. Erstens den 88er Triple Threat Hero Yaya Touré. Zweitens den 90er Totti Icon Mikael Essien. Oder aber den dritten Spieler, der als einziger noch aktiv Fußball spielt. Houssem Aouar mit seiner 88er Europa League Karte. Bitte und guckt euch das an, was ihr hier für Stats bekommt und wie viel die Karte kostet. Nur grüne Stats und das für nicht mal 30.000 Münzen. Wenn man sie auch bekommt. So, jetzt aber. Boom, er vervollständigt damit dieses Mittelfeld, wo einfach jeder eigentlich so gut wie alles kann. Und außerdem haben wir weiterhin ein Rainbow-Team. Zwei Positionen bleiben jetzt noch übrig, Rechtsverteidiger und Torwart. Und wir starten mit dem RV. Und ich hoffe einfach nur, dass mich das Glücksrad zum Schluss nicht noch hops nimmt. Bisher ist es mir erspart geblieben, aber jetzt Nummer 7. Es hat sich gereimt, aber es ist halt eine Kack-Kategorie. Denn allzu viele Rechtsverteidiger mit Nummer 7 gibt's halt nicht. Nico Williams mit 17 Millionen, der mit Abstand teuerste. Jonathan Klaus mit 15 dahinter und dann ist es komplett Schmutz. Ah, und Jonathan Klaus hätte natürlich diese 87er Europa League-Karte, aber dann hätten wir halt kein Rainbow-Team mehr. Andererseits ist dieser Nico Williams mit einer 73 halt auch keine Option. Aber darum habe ich jetzt einfach den frechen Hasen gemacht und seine 84er Team of the Week-Karte gekauft. Sieht auch nicht schlecht aus und hält unser Rainbow-Team am Laufen. Bislang haben wir eine 88er Bewertung. Richtig stark. Es fehlt nur noch der so wichtige Torwart. Für diesen wichtigen Spin werden natürlich wieder die Hypersmile-Torwart-Handschuhe mit dem Smiley drauf angezogen. Die bringen normalerweise Glück. Geh auf Nummer 23. Nein. 10 bis 20 Millionen Marktwert. Das ist das Schlechteste bislang. Tja, da hat mir der Hypersmile vielleicht kein Glück gebracht, aber sie haben einen Smiley drauf und euch bringen sie ganz sicher Glück. Link ist unten in der Beschreibung. Und ich lasse mich überraschen, vielleicht gibt's auch gute Torhüter zwischen 10 und 20 Millionen Marktwert. Antwort, ja, die gibt's tatsächlich. Kepa von Real Madrid oder Nick Pope von Newcastle. Einziges Problem an der Sache, Kepa ist kacke und Nick Popes Champions League Karte würde das Rainbow Team zerstören. Daher gucken wir nochmal auf die Torhüter. Meslier wird wahrscheinlich wieder eine Future Stars bekommen, aber Chevalier, ich glaube, der hat doch eine gute Karte, oder? Antwort, ja, hat er, aber das Ding ist ein Team of the Week, da haben wir auch schon eine. Das hilft uns nicht weiter. Aber ich will nicht ohne guten Keeper in eine Foot Champions Partie reingehen, daher habe ich mich doch für Nick Pope entschieden. Das Glücksrad Team hat jetzt eine richtig stabile 89er Bewertung und muss sich gegen dieses Team in einer Foot Champions Partie beweisen. Das wird schwierig. Let's go, ich bin bereit, richtig zu schwitzen. Und wir sind das erste Mal Fans. Zemar, den haut er ganz weit drüber. Und jetzt will ich zum ersten Mal die schnellen Beine von David Ginola sehen. Das ist richtig gut. Kann er den in die Mitte bringen zu Harry Kane? Ja, aber der kann nicht schießen. Und jetzt können wir in den Konter reinlaufen. Nein, 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 der schwitzt den rüber. Oh, ich hab das komplett übersehen. Gut, 0-1, aber Zeit ist ja noch genug. Nur nicht das zweite kassieren. Benzema, Pope, jetzt hat er ihn. Komm, die Ecke wegverteidigen, Van Dijk, Junge. Wir haben jetzt aber die Konterchance. Ginola, mach selber, Junge, mach selber, komm. Oh, wie fällt der nicht rein? Oh, jetzt nicht das zweite kassieren, nicht das zweite. Junge, 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 Junge. Wir hätten fast irgendwie rausgeschafft aus der Situation. Bislang sieht's stark nach Superschock aus. Bernardo Silva, jetzt wieder guter Ball auf Ginola. Komm, geh über außen. Mach den Job in die Mitte und dann lass dir die Kugel abnehmen. Genau so war das geplant, ja. Ja, und Bellingham, Totti,
lässt den liegen. Puh, vielleicht müssen wir über den Fehler nachher noch reden. Wir holen das noch auf. Oh mein Gott, jetzt ist mein Controller leer. Junge, Hilfe. Hallo. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt das Ding kassieren, bin ich richtig tiltet. Bin ich richtig tiltet? Ja, und dann kassieren wir es aus dem abgefischt. Nein. Dieses Spiel will mich so brechen sehen. Ja! Ginola, jetzt zeig endlich mal, dass du deine Münzen wert bist. Spielt wieder den schlechten Pass. Oder bin ich einfach so schlecht? Pope hat wenigstens mal eine Kugel. Aber jetzt gleich wieder nicht wahrscheinlich. Oh, der geht wieder drüber. Jetzt sind wir aber nochmal frei durch mit Harry Kane. Lob von da, den macht er, den macht er, den macht er. 1-3, wir sind nochmal dran. Und wilder Backflip, den kann der auch noch. Ah, und hier nette Wiederholung von unterhalb der Stadiontribüne. Ganz tolle Einstellung, EA. Und ihr werdet sehen, Freunde, Comeback ist gleich brutal on, wenn Kane den reinhaut. Ja, tut er leider nur nicht. Stattdessen gebe ich hier einen Elfer her. Nein. Aber ich weiß genau, das ist so ein Gegner, der nach rechts schießt. Das ist so einer, der nach rechts schießt, ich sag's doch. Aber das Momentum ist jetzt auf unserer Seite. Ein paar Sekunden später. Hallo, 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 hallo. Ja, jetzt macht er mit Zidane einen Scorpion-Kick rein. Aber auch wenn wir 1-4 hinten sind, wir geben alles, aber sicher nicht auf. Ein paar Sekunden später. Oh, was ein dummes Foul von Kim In-jae, das gibt's ja gar nicht. Ah, schießt der nochmal nach rechts dieses Mal? Ja, gut, den hätte ich nicht gehabt. Harry Kane nochmal mit Übersteigern und dem Trivela, das ist ein Traumtor, 2-5. 20 Minuten hätten wir noch. Geht vielleicht doch ein Wunder? Also wenn, dann müsste man jetzt noch das zweite erzielen. Bernardo Silva hat die Murmel drin. 15 Minuten, 2 Tore. Und jetzt werdet mir mal nicht gespenstisch. Jetzt werdet mir nicht gespenstisch, wenn Harry Kane... Ich kann nicht mehr sprechen und... Hau ihn auch nicht rein. Komm schon, ich will das vierte Tor zumindest noch. Bernardo Silva. Gut in die Mitte, aua, wie kann er den nicht machen? Ja, Nachschuss macht er auch nicht. Gibt's gar nicht. Und Harry Kane hat sogar nochmal die Chance, hat sogar nochmal die Chance, hat sogar nochmal. 90. 4-5. Es wird vielleicht zu spät sein. Ja, und ich habe riskiert den Keeper rausgeholt, damit wir noch an den Ball kommen, aber mein Gegner mit dem 6-4. Und das war leider auch der Endstand. Trotz dieser tollen Aufholjagd haben wir die Challenge verloren und ich muss hier ein Center-Shock essen. Und der ist ultra sauer. Oh mein Gott, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch und... Guck als nächstes gerne noch das Video hier klicken. Wir sehen uns gleich wieder. Boah.